sehr viele Ideen, sehr viel Kreativität kommt in den einzelnen Bewerbungen zum Tragen, sowohl inhaltlich als auch formal. Und egal wie kreativ, egal wie viele tolle Ideen Sie haben, Sie werden an dem Kernpunkt des Bewerbungsprozesses, am Kernpunkt Ihrer Bewerbungsunterlagen, an dem sogenannten Anschreiben nicht vorbeikommen. Es nimmt in allen Bewerbungen die zentrale Stelle ein und hat die Hauptaufgabe und hat wirklich, hören Sie bitte genau hin, die Hauptaufgabe zu interessieren und zu differenzieren. Hier haben Sie die Möglichkeit, Punkte zu holen. Und als erster wirklich wichtiger Praxistipp: Sehen Sie die Dinge, die Sie zu Papier bringen, immer aus der Sicht des Lesers. Als nächster Gliederungspunkt, nachdem Sie entsprechend Interesse geweckt haben und dadurch auch den Leser oder die Leserin zum weiteren Durchschauen Ihres Anschreibens bewogen haben, der Punkt Werbung in eigener Sache. Und die Werbung in eigener Sache heißt letztendlich, die speziell für diese Person gefragten Qualitäten, Fähigkeiten und Kenntnisse, die Sie haben, um den Entscheider Antworten auf seine Fragen zu geben. Verwenden Sie besonders Ihre Informationen aus dem Telefonat und formulieren Sie in Form einer, und die Verkäufer wissen es, einer Nutzendarstellung.